Herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooters. Wie ihr seht, ich habe schon wieder dreckige Hände. Und wenn ich dreckige Hände habe, bedeutet das, ich baue wieder irgendeinen Scheiß um. Und was baue ich diesmal um? Diesmal geht es um die Lotte. Ja, wie ihr gesehen habt, ist die Lotte schon ein bisschen teilzerlegt und ich werde die Lotte jetzt auseinanderreißen. Das heißt, der Motor kommt komplett raus. Der Motor hat jetzt, gut, die Tachoseele ist kaputt, also er wird irgendwo zwischen 6.000 und 8.000 Kilometer runter haben. Etwas mehr als die Hälfte mit dem BGM und den Rest mit dem Stelvio-Zylinder. Wir werden den Motor jetzt mal ausbauen. Wir werden den Motor auf die Werkbank legen und werden uns den Motor gemeinsam angucken und werden mal schauen, wie so ein Motor nach, sagen wir mal, 7.000, 8.000 Kilometern aussieht und werden mal gucken, ob wir Verschleiß sehen. Wir werden mal gucken, ob wir irgendwas sehen, was uns die Besorgnis in die Augen treibt. Ganz wichtig ist an der Sache, ich habe das Öl eben abgelassen. Das Öl kam also in vollständiger Menge raus und das Öl kam dickflüssig raus. Also das heißt, das Öl war nicht aufgespült durch Benzin oder sonst irgendwas, sondern das Öl hatte eine gute Konsistenz. Das Öl hatte die vollständige Menge, 300 Milliliter, und die Konsistenz des Öls war dickflüssig, ne? Also wenn du das aus dem Loch rauslaufen lässt, dann nimmst du mal den Finger und probierst ein bisschen aus und guckst ein bisschen, was da so an Konsistenz dir entgegenkommt und riechst auch mal dran, und wenn das nach Altöl riecht und nicht nach Sprit, dann kannst du davon ausgehen, dass du keinen Spriteintrag im Öl hast, und du kannst davon ausgehen, dass du keinen, wenn die Menge entsprechend passt, keinen Ölsauger hattest. Also das ist alles hier nicht gegeben. Der Motor hat wirklich sauber performt und sauber seine Leistung abgegeben über die gesamte Zeit. Meine Frau ist auch ein bisschen traurig, dass der Motor so in dieser Form jetzt auseinandergerissen wird, denn wir bauen etwas Neues ein. Aber was wir einbauen, dazu komme ich dann später. So, Motor ist draußen. Bisschen traurig, aber es muss ja weitergehen im Leben, und vor allen Dingen möchte ich auch gerne ein bisschen mehr Content liefern, und deswegen bauen wir jetzt um, aber jetzt ist alles raus, sieht traurig aus, aber jetzt gucken wir uns mal in aller Ruhe den Motor an. So, der Motor ist raus, wir sind jetzt in der Werkstatt angekommen und wir gucken uns jetzt mal den Motor komplett an, erstmal von außen. Ganz wichtig bei so einer Nummer ist, dass man, wenn man den Motor ausbaut, ihn sich von außen komplett betrachtet, weil da kann man schon so ein paar Rückschlüsse ziehen, was damit in Ordnung ist oder was damit nicht in Ordnung ist. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an und dann erkläre ich ein bisschen was dazu. So, wir sehen hier die Unterseite von dem Motor, und wenn wir den Motor so betrachten, dann sehen wir, dass der Motor relativ trocken aussieht. Das heißt, wir haben unten am Zylinder schon mal keine Undichten. Ja, das bedeutet, hier kommt tatsächlich nichts da unten. Da haben wir keine Undichten, dass wir sagen, da drückt es irgendwo Öl raus oder sonst irgendwas. Ja. Weiter dazu kommt der Zylinderkopf. Zylinderkopf ist auch dicht. Da sehen wir, dass nichts rausgedrückt hat bisher. Wir sehen das noch besser, wenn die Hutze ab ist.
Dann können wir uns hier unten die Dichtflächen mal angucken. Also hier dieser Bereich, der ist auch trocken. Das Öl, was wir jetzt hier sehen, das ist vom Ablassen. Also die Ölschraube habe ich abgemacht, um das Motoröl zu entlassen. Wie man sieht, ist das auch schön runtergelaufen. Das, was wir hier sehen, das ist so Straßendreck in Kombination mit Abgasdämpfen, die natürlich auch Öl enthalten. Aber das sieht soweit wirklich alles gut aus. Auch hier der Motor komplett dicht. Ja, drehen wir ihn mal um. So, Motor umgedreht. Hier sehen wir auch, dass der Motor komplett dicht ist. Was wir hier haben, ist ein bisschen Schwitze. Ja, gepaart mit Straßendreck. Ja, die Schwitze läuft dann hier unten auch raus. Das ist das, was sich vom Vergaser, vom offenen Venturi ein bisschen absetzt. Und dann irgendwann tropft das hier mal so ein bisschen raus. Also das ist aber nichts Bemerkenswertes. Wir sehen da unten die Vergaserwanne. Scheint auch komplett dicht zu sein, da gehen wir gleich näher drauf ein. Hier sehen wir, wie gesagt, Kupplungsdeckel, soweit dicht, hier alles soweit dicht. Wenn wir jetzt in den Vergaser reingucken, sehen wir, dass der Vergaser sehr, sehr sauber ist. Das heißt, wir haben hier keine großen Ablagerungen an Sprit oder Ölgemisch, obwohl wir eine offene Ansaugung fahren. Ja? Das ist alles trocken, das hatte ich auch in dem einen Video mal gezeigt, wie trocken das ist. Na, kann man mal so ein bisschen schauen, wie schön sauber und ordentlich und trocken das ist. Ich leuchte mal hier rein. So, da seht ihr, da ist nichts. Ja. Auch der Venturi als solches. Ja, der Venturi als solches ist auch sehr, sehr gut und trocken. Ja. Sieht eigentlich alles in allem hervorragend aus. Auch hier können wir nichts feststellen. Also bauen wir mal weiter auseinander. So, dann schrauben wir mal die Kerze raus. Die Kerze hat jetzt circa, ich schätze mal so 3.000, 4.000 Kilometer gesehen. Und wie wir sehen, na, gucken, ob ich das scharf kriege, sieht die Kerze wirklich hervorragend aus. Also, meine Vergaser-Einstellungen sind auf diesem Motor wirklich perfekt gewesen. Es müsste sich jetzt eigentlich auch im Zylinderkopf darstellen, wenn wir den ausbauen, dass wir da auch sehen, wie das Spülbild oder beziehungsweise das Kolbendach aussieht. Ja, jetzt werden wir mal alles hier oben abnehmen und dann gucken wir mal da rein. So, jetzt komme ich wie versprochen zum Zylinderkopf. Auch da sehen wir, dass der Kopf dicht ist. Also, dass auch hier es keine Undichten gab, dass der Kopf nicht rausgedrückt hat oder es am Kopf rausgedrückt hat. Da ist alles picobello. Das ist immer eine Schwachstelle für Fremdluft, wenn die Stehbolzen verschlissen sind. Dann hast du oftmals das Problem, dass du dort dir an dieser Stelle Fremdluft ziehst. Der Zylinderkopf sieht also wirklich gut aus. Ja, auch hier oben ist nichts. Ja, von der anderen Seite nochmal. Ja, kann man gut sehen. Alles paletti. So, jetzt nehmen wir den Kopf ab und dann schauen wir da mal rein. So, jetzt nehmen wir den Kopf ab. Hebeln. So, dann gucken wir mal. Tada! Achtung, jetzt wird spannend. Ja, das sieht super aus. Ne? Also das seht ihr auch. Wir haben keine großen Ablagerungen. Es ist ein bisschen Ruß hier, was sich abgelagert hat. Wir hatten keine Undichten, es hat sich nichts rausgedrückt. Das Ding ist komplett dicht gewesen. Hier oben sieht man diese typische Golden Toast Verfärbung, ja. Und hier ist ein bisschen Ruß, aber trocken, kein Öl, nichts. Ne? Also da seht ihr an meinem Finger, das ist alles ganz hervorragend. So, ja, dann gucken wir uns mal den Kolben an. So, der Kolben sieht auch super gut aus. Ja, es ist ein ganz kleines bisschen Ruß drauf, aber wirklich Ruß. Das heißt, die Verbrennung ist trocken. Ja, hier sieht man an den Ecken noch das Einsprühbild von den Überströmern, also hier kommt das Gemisch rein von den Überströmern, das kann man hier gut sehen. Kolben ist trocken, jetzt gehe ich mal runter und guck mal, ob ich das irgendwie einfangen kann, da drin, wie das da drin aussieht. So, jetzt gucken wir mal, ob ich das gut hinkriege, wie der Zylinder von innen aussieht. Und das sieht auch recht gut aus. Wir haben keine Riefen,
nichts. Sieht gut aus. Also für, naja, was wollt ihr haben? Ja, 4000 Kilometer, irgendwas um diese Ecke rum. Da ist eigentlich alles ganz hervorragend. Auch hier können wir sehen, dass der Motor komplett trocken ist. Also kein Öl, kein nichts irgendwo rausgedrückt hat. Ja, Motor ist hier staubtrocken. Ja. Das sieht wirklich gut aus. Auch da alles staubtrocken. So, nehmen wir Zylinder runter. So, der Zylinder ist runter und der Kolben ist raus. Wenn wir uns den Kolben betrachten, dann sehen wir ein sehr schönes Tragbild, ein gleichmäßiges Tragbild eigentlich auch auf dem Kolben. Wir haben keine Riefen, wir haben keine Kerben. Wir sehen, dass wir oben am Feuersteg eine gleichmäßige, gute Färbung haben. Das heißt, die Explosionsenergie findet auf dem Kolbendach statt und nicht am Kolben vorbei. Das kann man also tatsächlich wunderbar sehen. Die Kolbenringe sind frei. Ja, ich habe so gut wie überhaupt keine Ablagerungen. Dass der Kolben ein bisschen verschlissen ist, ist natürlich klar. Die Laufleistung war jetzt auch nicht wahnsinnig hoch, aber ihr seht auf dem Kolbendach so gut wie keine Ablagerung. Ein wenig Ruß sieht man hier an dieser Stelle auch. Ein wenig Ruß. Vollkommen okay. Deutet eher darauf hin, dass die Verbrennung noch ein kleines bisschen heißer sein könnte, dass die Verbrennung nicht rückstandsfrei ist. Könnte man an den Düsen sogar noch ein bisschen was arbeiten. Ne? Also sieht gut aus. Dann haben wir, der Zylinder ist von der Laufbahn her wirklich toll. Also da ist überhaupt nichts zu beanstanden. Ja, kann man problemlos so wieder einbauen. Easy, alles Taco. Also Resümee, auch am Auslass nichts passiert. Wir haben hier keine Abgase, die irgendwo seitlich ausgetreten sind oder sonst irgendwas. Komplett dicht das Ding. Resümee, VMC 177 Stelvio ist für 20 bis 22 PS gut. Macht, wenn der Vergaser entsprechend bedüst ist, auch eine recht gute Figur nach 4000 Kilometern. Also, ne, das ist alles wirklich hervorragend. Kann man problemlos empfehlen. Ja, VMC Stelvio Empfehlung. Aber wir wollen ja ein bisschen mehr Leistung. Deswegen müssen wir uns jetzt den Motorblock vornehmen. So, ihr habt gesehen, wie der Kolben und der Zylinder aussehen. Das sieht wirklich gut aus. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so wenig Verschleißspuren haben tatsächlich. Ne? Also wenn ich mir den Kolben angucke, da sehen andere Zylinder und andere Kolbenhemde deutlich anders aus. Macht einen sehr, sehr seriösen Eindruck. Kann ich den VMC empfehlen? Ja, kann ich. Also wenn man ihn richtig bedüst, das ist Grundvoraussetzung, dass man ihn gut und richtig bedüst, dann sollte das so aussehen, tatsächlich. Also die Kerze sieht auch wirklich ganz hervorragend aus, passt komplett identisch zueinander. Ja, also bis jetzt ist die Bestandsaufnahme sehr gut. Schauen wir uns jetzt mal die anderen Verschleißelemente an. Wir reden über Kupplung, wir reden über Nebenwellenfedern, die Primärfedern. Wir schauen auf das Schaltkreuz, wir gucken, wie die Distanzierung war, ob die Distanzierung noch so besteht, wie sie bestehen sollte. Und dann sehen wir weiter, was wir noch erneuern müssen. So, hier sehen wir uns jetzt den Kurbelwellenstumpf an, wir sehen uns das Tragbild an und wir sehen, dass das Tragbild tatsächlich nur auf dem unteren Teil hier war. Also hier unten ist die Kante vom Lüfterrad, wo das Lüfterrad aufgesessen hat. Und ja, wir können hier tatsächlich sehen, dass wir ja, da nochmal nachschleifen können. Weil ich habe ungefähr nur 50% des Tragbildes, was ich hätte haben können. Also die sollte auch schon komplett über den gesamten Stumpf, sollte der Konus des Lüfterrades und der Konus der Kurbelwelle sollten also da schon passen. Von daher, wenn ich diese Kurbelwelle wieder verwende mit dem Lüfterrad, dann müsste ich das tatsächlich nochmal aufeinander mit ein bisschen Ventilschleifpaste nochmal ein bisschen aufeinander einschleifen. Einer der wichtigsten Momente und der entscheidendsten Momente ist, wenn ihr die kleine Motorhälfte vom Motor abnehmt. Macht das bitte mit sehr, sehr viel Sorgfalt und macht das bitte langsam. Warum? Weil die Dichtflächen euch erzählen können, ob in dem Motor was vorgefallen ist. Ich habe jetzt anhand des Öls, was ich abgelassen habe, gesehen, dass ich zumindest keinen Sprit im Öl hatte. Ölsauger kann ich auch ausschließen, weil die Menge, die ich eingefüllt habe, auch wieder rauskam. Das heißt, auch da bin ich safe.
Von daher brauche ich im Grunde nicht so ein starkes Augenmerk auf die Dichtflächen zu legen. Aber ihr solltet, wenn ihr die Motoren auseinandernehmt und es kommt nicht das Getriebeöl raus, was ihr haben wollt oder was ihr eingefüllt habt, dann solltet ihr tatsächlich den Motor sehr, sehr langsam spalten und gerade die Dichtflächen um das Kurbelwellengehäuse herum kontrollieren, damit ihr sehen könnt, wo ihr euch an welcher Stelle Öl gesaugt habt. Es ist nämlich meistens die Fläche rund um die Kurbelwelle. So. Und deswegen werden wir jetzt hier ganz vorsichtig und ganz langsam das Motorgehäuse spalten und sehen, wo wir uns dann da irgendwo was hätten fangen können oder nicht. Ich, wie gesagt, brauche jetzt erstmal keine Sorge zu haben, weil ich genau weiß, das, was reinkam, kam auch wieder raus. Und der Zylinder bzw. der Kolben, das Kolbendach, das sieht alles wirklich gut aus. Also da brauche ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. So, der Motor ist gespalten und ich muss sagen, ich bin entzückt, was ich sehe, denn es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Kurbelwelle sieht gut aus, die Gangräder sehen gut aus. Ich zeige euch das jetzt mal aus der Nahaufnahme. Das sieht wirklich alles ganz hervorragend aus. Ne? So. Was mich jetzt interessiert ist, wie die Distanzierung sich verändert hat. Ich distanziere ja immer auf 0,2. Ich gucke mal, wie viel Flankenspiel jetzt hier noch dazugekommen ist. Werde ich mal ausmessen, um hinterher herauszufinden, wie ich das Ganze dann entsprechend nachdistanzieren muss. Aber ansonsten sieht das wirklich toll aus. So, ich nehme jetzt den Vergaser ab, um zu gucken, ob darunter irgendwas ist, was mich beunruhigen sollte. Aber glaube ich fast nicht. Der Motor ist so konsequent gut gelaufen über die gesamte Zeit, dass ich mir da echt keine Sorgen machen brauche, eigentlich. Aber ihr wisst ja, eigentlich und uneigentlich, ne? 24er Vergaser war da drauf, ne? Also ich zeige euch das gleich, das ist tatsächlich ein 24er Vergaser. Der originale, der mal auf dem 125er Gehäuse drauf war. So. Ja, Sekunde, ich muss eben die Schrauben noch rausmachen. So. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, ob man es einigermaßen hinkriegt. 24er SI. So. Der wurde entsprechend natürlich, wie ich das immer mache, bearbeitet und entsprechend bedüst. Aber es sieht wirklich, also nix, gar nichts. Ich zeige euch mal das Innere der Vergaserwanne. Also ihr seht, hier ist nichts an Ablagerung. Ne? Also hier ist kein ganz ein bisschen Ölbelag, ein bisschen Sprühnebel, aber da ist nichts, aber auch gar nichts. Jetzt nehmen wir die Dichtung noch raus, nehmen die Wanne ab und dann gucken wir uns von oben mal die Kurbelwellenwanne an. Das ist ja auch interessant, ob die Welle noch gerade ist oder ob die sich verdreht hat oder ob die Welle am Drehschieber angesetzt hat. Also Wanne runter und dann reingeguckt. So, schauen wir uns die Kurbelwellenwanne an. Und zwar geht es um diesen Bereich, wo die Wanne am Drehschieber sitzt. Da sieht das noch alles ganz hervorragend aus, keine Spuren. Jetzt kommen so ein paar ganz, ganz leichte Spuren auf der Kurbelwellenwanne. Da kommt ein dunkler Strich, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Aber der ist auch nur relativ kurz. Das sieht für mich wirklich gut aus. Wir werden jetzt mal gucken, wie der Drehschieber von innen aussieht. Also wir nehmen jetzt die Welle raus und dann gucken wir uns den Drehschieber an. Also sprechen wir über den Drehschieber. Wie wir sehen, sieht der Drehschieber wirklich, wirklich gut aus. Der hat nur an dieser einen Stelle da oben. Hier hat er ein bisschen Ablagerung. Aber es ist keine Riefe. Es ist, ich glaube, der hat sich da ein bisschen, also die Wange hat sich da ein bisschen angelehnt. Aber ansonsten sieht der Drehschieber fantastisch aus, kann man gar nicht anders sagen. Bin sehr zufrieden, also das können wir auf jeden Fall so verbauen. Aber da seht ihr mal, wie klein der Einlass ist und dass das Ding trotzdem 22 PS gedrückt hat. Jetzt werden wir das Ding nur ein bisschen größer machen, weil wir wollen ja das Conversion Kit verbauen. Und da möchte ich ein bisschen Leistung kitzeln. So, was ich festgestellt habe ist, wir haben hier eine Distanzierung mittlerweile von 0,3 mm. Auf beiden Seiten. Das heißt, wir sind tatsächlich um 0,1 mm größer geworden. Das liegt aber noch im Rahmen der Toleranzen. Also ihr seht, das Ganze hier geht saugend rein. So, wenn ich jetzt mit 0,35 arbeite, komme ich hier schon nicht mehr dazwischen. Das heißt 0,30 auf beiden Seiten, saugend rein, raus. Ja, zwischen Sägering und Schulterring gemessen. Das heißt, die Distanzierung ist über die Zeit hinweg nicht wesentlich größer geworden, was dafür gesorgt hat, dass auch wahrscheinlich der Verschleiß am Schaltkreuz gering aussieht. Den gucken wir uns jetzt an. So, jetzt sehen wir das Schaltkreuz. Und wie ich vermutet habe,
wenn du entsprechend gut distanziert hast und entsprechend das Getriebe ordentlich eingestellt hast, dann sind die Verschleißmerkmale nach 8000 Kilometern auch wirklich gering. Das ist ein Schaltkreuz, was ich jetzt nicht nochmal einbauen würde, das würde ich schon wechseln, ne? Aber ihr seht ganz klar, hier kann man erkennen, dass das zwar verschlissen ist, aber da gibt es deutlich schlimmere Schaltkreuze und deutlich schlimmere Verschleißbilder als das, was ihr da seht. Wir können also abschließend sagen, die Distanzierung mit 0,2 hat hier perfekt gepasst. Als für euch mal zur Orientierung, zum Distanzieren ist es wichtig, dass ihr immer eine Bezugsgröße habt. Und die Bezugsgröße ist das Gangrad Nummer 2, beziehungsweise das dritte von unten. Ihr macht den Gang 4, 3, 2 rein und dann muss der zweite Gang parallel, aber wirklich parallel zur Nebenwelle stehen. Wenn das Gangrad höher steht oder tiefer steht, dann habt ihr ein Missverhältnis zwischen dem Nebenwellengangrad und dem Hauptwellengangrad und der Schaltbolzen bzw. das Schaltkreuz steht nicht in der richtigen Position nach dem Gangwechsel. Und da machen sich die meisten nämlich die Getriebe kaputt. Das heißt, wenn ihr distanziert, macht zuallererst die Gangräder 4-3-2 rein, überprüft, ob ihr in einer Höhe mit dem Gangrad hier seid. Wenn dieses Gangrad und dieses Gangrad, also Gangrad 2 und hier Gangrad 2 auf einer Höhe stehen, dann könnt ihr entsprechend hier unten die Distanzierung bestimmen und hier oben die Distanzierung bestimmen. Und dann sollte zwischen dem oberen Sägering und dem ersten Schulterring eine Distanz von 0,2 mm sein. Motor zerlegt. Ihr habt jetzt gesehen, wie alles aussieht und dass der Motor in einem wirklich, wirklich guten Zustand ist. Also da brauche ich mir tatsächlich keine Sorgen machen, dass das jetzt in die nächste Runde gehen kann. Wir bauen jetzt wieder zusammen und zwar mit einem 210 Malossi MHR von 2013. Das heißt, ich baue wirklich einen 2013er MHR auf das Conversion Kit. Ich habe den Kolben bearbeitet, ich habe den Einlass bearbeitet, den Auslass werde ich nicht bearbeiten, weil vom 2013er MHR, da brauchst du nichts bearbeiten. Der ist irgendwie von seinem Layout her so geil, dass du dir da keine Platte machen musst, ob das Ding Leistung hat oder nicht. Wir werden das mit SI-Vergaser fahren und wir werden den entsprechenden Reso-Auspuff fahren. Ich versuche einen alten RZ zu bekommen, weil der eigentlich ganz gut funktioniert. Mal gucken, was sich so anbietet. Wenn nicht, nehmen wir eine Big Box Sport. Wir haben ja da noch ein paar Alternativen. Aber wir bauen jetzt wieder zusammen und zwar mit MHR von 2013. Auf der 60er Welle, Conversion Kit, Drehschieber, nicht mal Malossi Sport. Wir nehmen MHR, wir gucken mal, was wir machen können. Wir sehen mal, ob wir am Ende über 22 PS kommen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich bin mal gespannt, was der MHR von 2013 auf diesem Conversion Kit kann. Den hatte ich nämlich noch hier rumliegen und den würde ich unheimlich gerne verwursten. Also, jetzt baue ich wieder zusammen und dann hole ich euch gleich nochmal dazu. So, wenn ihr da mal hinten guckt, da steht der neue Motor. So, wir haben den 125er Block mit einem 213er MHR bestückt. Jetzt bin ich gespannt. Der Motor ist fertig, den werde ich morgen einbauen. Somit endet jetzt quasi Teil 1 dieser kleinen Videoreihe. Conversion PX 125. Ich bespiele das Thema ein bisschen breiter, wie ihr merkt. Einfach, weil es mich interessiert, was man so machen kann. Ne? Ich spiele das Thema jetzt einfach mal durch. Ich habe Membran gemacht, ich habe Drehschieber gemacht. Wir haben ein paar Testmotoren gebaut. Jetzt habe ich einen 2013er MHR, die war per se schon mal eine ganze Menge zu liefern haben an Leistung. Habe ich jetzt drauf. Da wird ein Reso-Auspuff drauf kommen. Das heißt, wir fahren den 2013er MHR, wir fahren den Reso-Auspuff und wir fahren 24er Dello. Das Ganze wird also sehr, sehr spannend. Ich bin sehr aufgeregt. Ich werde das Ding morgen einbauen. Und vielleicht schaffe ich es tatsächlich noch morgen oder in den nächsten ein, zwei Tagen, das Ding dann auf den Prüfstand zu stellen. Ich muss ihn neu abstimmen, weil der wird so viel Gasdurchsatz haben, dass die Düsen, die ich da drin habe, wahrscheinlich sagen, nee, pass auf, Alter, da sind wir raus. Und der wird extrem zu mager laufen. Aber das werden wir ausprobieren. Wir werden mit der Zündung noch ein bisschen spielen, gucken. Ich habe ihn jetzt auf etwa 19 Grad eingestellt. Wir werden gucken, wo wir da am Ende des Tages stehen. So. Ja. Ich bin aufgeregt. Ich kann es euch gar nicht anders sagen. Also ich freue mich sehr. Ihr habt noch mal ein Wort zu dem alten Motor. Die Lotte hatte wirklich tausende von Kilometern drauf. Ich glaube, die Bilder haben für sich gesprochen.
Das macht also alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Der Motor wäre mit Sicherheit noch weitere 10.000, 12.000, 15.000 Kilometer gefahren, ohne Probleme. Die Lager waren super, die habe ich trotzdem gewechselt, weil neue Kurbelwelle. Alles in allem ist es ein tolles Motorenkonzept gewesen. Ob nun BGM-Zylinder oder Stelvio, die geben sich tatsächlich kaum was in ihrer Qualität, in ihrer Leistung. Ist der Stelvio ein kleines bisschen stärker, der hat 1,5-2 PS mehr. Kommt allerdings auch immer darauf an, wie du die Steuerzeiten wählst. Ne? Ich habe den Stelvio so weit hochgesetzt, weil es halt keine Kopfdichtung dafür gab, dass ich den halt benutzen konnte. Deswegen sind die Steuerzeiten höher gegangen, hatte er mehr Spitzenleistung, aber auch weniger Drehmoment. Anyway, ist egal. Aber der Motor sah toll aus, der Motor sah geil aus. Das hat echt Spaß gemacht. Meine Frau ist den Motor jetzt sage und schreibe 4 Saisons gefahren und jetzt gibt es ein Update. Ja, wenn euch diese kleine Dokumentation und die Bestandsaufnahme von dem alten Motor gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Abos. Abos sind das Futter dieses Kanals. Das heißt, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr, die ihr ohne Abo guckt, halt den Kanal abonniert. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann könnt ihr auch Mitglied werden des Kanals und den Support für den Kanal noch ein bisschen erweitern. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, war es das jetzt erstmal für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche. Wann auch immer das Video kommt, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde sagen, wenn ihr rausgeht, fallt nicht in den Schnee, bleibt hässlich und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.